Eine neue Woche mit Hallo Deutschland. Willkommen. Zwei Männer und eine Frau sollen einen Unternehmer entführt, erpresst und getötet haben. Mehr dazu jetzt. Willkommen, liebe Zuschauer. Zwei Männer und eine Frau sollen einen Unternehmer entführt, erpresst und schließlich getötet haben. Nur wenige Wochen später ein ähnliches Vorgehen mit einem anderen Geschäftsmann. Diesmal ist es Ismail Torun, der getötet wird. Ein 49-jähriger Familienvater. Seit heute stehen die drei deswegen in Frankenthal vor Gericht. Es ist schon dunkel gestern Abend, als der Autofahrer auf die Autobahn auffährt. Auf die falsche Auffahrt. Hunderte Meter lang fährt er in die falsche Richtung, als es plötzlich zu einer schweren Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kommt. Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich das Feuerwerk gezündet habe. Der Angeklagte zeigt Reue heute vor Gericht. Der 51-Jährige soll an Silvester 2016 eine in Deutschland nicht zugelassene Feuerwerksbatterie verwendet haben, mit fatalen Folgen für mehrere Menschen. Sonnenschein, Temperaturen bis zu 27 Grad und die Eisdielen haben auch noch mal Hochbetrieb. Momentan zeigt sich der Oktober wirklich von seiner goldenen Seite. Zumindest in den meisten Teilen Deutschlands. In anderen Teilen Europas sieht das schon ganz anders aus. Großeinsatz der Feuerwehr gestern in Delmenhorst. Ein Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Das Dach stürzt zum Teil ein und die Bewohner können gerade noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Unsere Hallo-Kommissare gewähren uns regelmäßig einen detaillierten Einblick in ihren spannenden Berufsalltag. Mit Kriminalfällen, die sie auch nach Jahrzehnten nicht loslassen. So wie Kommissar Gerhard Starke aus Koblenz. Er soll den Tod einer Arztgattin aufklären. Offenbar ein Unfall. Sie sei die Kellertreppe hinuntergestürzt. Doch schon bald schöpft der Kommissar einen ganz anderen Verdacht. Ein Geschäft am anderen, keine Autos, die stören und zwischendurch was zu essen. Heute gehören Fußgängerzonen fest zum Stadtbild und sind in den meisten Städten auch ganz gut besucht. Den Vorläufer dieser beliebten Flaniermeilen gab es schon vor 90 Jahren. 1927 wurde in Essen eine Einkaufsstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Und sie diente als Vorbild für viele berühmte Fußgängerzonen in den folgenden Jahrzehnten, so wie zum Beispiel in der Hauptstadt. Entschuldigung, Sie sehen, wir haben da ein kleines technisches Problem. Wir versuchen, den Beitrag gleich nachzuliefern. Zunächst kehren wir jetzt aber Deutschland den Rücken und zeigen Ihnen mal, wie man mit deutschem Fleiß auch im Ausland erfolgreich sein kann. Im folgenden Fall in Tel Aviv, da treffen zwei Welten aufeinander. Ein schwäbischer Putzmeister mit Hang zum Perfektionismus und arabisch sprechende Bauarbeiter, die auch gerne mal eine etwas längere Kaffeepause machen würden. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Unser Blick auf etwas sehr Beliebtes in Deutschland, die Fußgängerzone. Den Vorläufer dieser Flaniermeile, den gab es schon vor 90 Jahren. Ein Vorbild für viele Fußgängerzonen der folgenden Jahrzehnte, wie hier in Berlin. Sowas sieht man selten. Zig Pandabären auf einem Haufen. Die sind ja schon als Erwachsene süß. Jetzt stellen Sie sich die noch als Babys vor. Müssen Sie nicht, denn jetzt sehen Sie sie gleich. Panda-Babys gibt es einige in dieser chinesischen Aufzuchtstation. Um Nachwuchs, Liebe und allerhand Privates der Stars geht's jetzt bei Leute heute mit Karen Webb. Wir sehen uns morgen wieder um 10:05 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut.